Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge Let's Play Total War Warhammer. Und schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Und im Moment ist es nicht allzu spannend, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn, liebe Zuschauer, es bewegt sich nicht so krass viel Moment in dem Frontverlauf. Ich habe mal paar Runden offline vorgemacht und Planung gemacht und alles. Und im Moment ist es schwierig. Denn im Norden muss ich einen Großteil meiner sehr starken Armeen hier halten. Gegen die Scalinger hier, die nicht zu unterschätzen sind und sehr stark sind. Und das ist durchaus eben ein Problem. Und, das darf man einfach nicht unterschätzen. Ja, aber das tue ich ja auch natürlich nicht. Das tue ich an der Stelle ja auch natürlich gar nicht. Aber, wir haben ja letzte Folge die spannende Schlacht gesehen. Und das war mal ein kurzer Ausblick, aber im Moment bewegt sich nicht so viel. Und auch ansonsten habe ich nicht mehr so viele Armeen frei. Wir können mal kurz unsere meine Streitkräfte mal ganz kurz schauen einfach mal. Colt der Alderige hat eigentlich nichts. Kastellan Technicus eben von Liebewitz hat eben diese Armee hier, ist aber im Norden. Eckart Zindler ist auch im Norden. Das Auge des Imperators Helmut Feuerbach wurde gerade im Osten geschlagen und da werde ich jetzt erstmal abwarten. Hier Imperator Karl Franz ist auch und sonst habe ich im Moment nichts mehr. Und da muss ich einfach abwarten und schauen an der Stelle. Aber das ist ja dennoch kein Totaluntergang oder so an der Stelle. Hier die Siedlung, die lebt noch, aber da werde ich einfach mal schauen. Ja. So. Was ich dann auch noch gucken muss, ist natürlich, wie es immer mit Chaosverseuchung und so aussieht. Chaos-Korruption ist 20% wechseln pro Runde 0,8. Das ist schlecht. Die Chaos-Korruption, das ist allgemein bei mir so ein Problem. Da schauen wir auch mal rein, wie es da so aussieht. Also hier ist die Chaos-Korruption bei 26, geht aber minus 2. Das ist in Ordnung. Im Reichland ist bei 11, geht aber minus 1. Hier in Stierland ist 13, geht plus 1. Obwohl hier so einer steht. Oh, muss man schauen, was man da eventuell macht. Im Talerbeckland ist plus 1, auch nicht viel besser. Im Wiesenland ist 8. Da wirkt sich im Moment aber nichts. Das kann man aber auch erstmal so lassen, solange es da keine Probleme gibt. Im Ödland, bei der Marienburg, muss ich auch mal schauen. Da muss man aber einfach mal schauen. Ich könnte übrigens auch mal Gorsel oder so einnehmen oder was das da an der Stelle ist. Ja, könnte ich eventuell mal machen, weil es gehört da ja niemandem, so wie es scheint. Muss ich dann mal abwarten. Mittenland ist plus 2. Ist auch nicht ganz so toll. Und hier minus 1, das ist zumindest okay. Naja, liebe Zuschauer, ich müsste natürlich auch mal bei der Forschung gucken. Da bleibt mir im Moment eigentlich nur das. Ja gut, machen wir das mal. Ich würde sagen, wir beenden die Runde. Und schauen einfach mal rein, was sich bewegt. Guck, die Chaoskrieger plündern da jetzt auch was von mir und greifen sogar an. Und diese Schlacht hier, die kann ich einfach nicht gewinnen. Das ist ein Kräfteverhältnis, das ist schwierig. Das kann ich automatisch machen lassen, aber letztendlich ist das verloren. Entscheidende Niederlage, es war zu erwarten. Ach, sowas ist jetzt einfach echt nervig. Und diese Sticheleien und alles kommt von allen Seiten die ganze Zeit. Und eigentlich will ich ja endlich auch mal die Vampirfürsten schlagen. Und im Moment fehlen mir dazu einfach die Kapazitäten. Das muss ich einfach ganz ehrlich an der Stelle auch kundtun. Das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, welche Festung davon jetzt zerstört, beziehungsweise, Moment, da muss ich hier nochmal, ach, die hier. Die wird belagert. Da komme ich aber so schnell mit denen hier auch nicht an. Oh, welche wurde denn jetzt niedergebrannt? Ich habe es gerade gar nicht mitbekommen. Schlacht von Savastra. Achso, die wurde niedergebrannt. Das ist so fast sogar okay. Das ist sogar fast schon okay. Siedlung wird belagert. Das ist eine durchaus starke Armee, wenn ich mir das hier so anschaue. Einheit kann ich auch nicht rekrutieren. Das ist alles schlecht. Das ist einfach alles schlecht. Im Moment kann ich aber einfach nicht so viel machen. Ich kann nicht zaubern. Was ich machen kann, sind hier weiter Truppen ausheben. Und das werde ich auch machen. Die Bihan-Kämpfer, die sind krass. Die sind wirklich stark. Und da muss ich im Moment dann auch einfach rein investieren an der Stelle.
Ich habe übrigens, das kann ich euch hier auch mal zeigen, Moment, das kann weg, es gibt hier so besondere Gebäude, die man bauen kann. Zum Beispiel den Spross des Volans, errichtet das Imperium Altdorfer Magierakademien oder so. Oder errichten sie die Vampirfürsten des Altdorfer, baut das Kapitelhaus des, hier in Karoburg oder so. Also da gibt es quasi besondere Gebäude, die man errichten kann. Im Moment ist einfach nur, ja, im Moment muss ich da mal schauen, die Pferdestation. Ich habe mir das mal angeguckt, das Camperbad, wo, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo man das bauen konnte. Im Moment habe ich sehr viel Geld, aber das werde ich sowieso im Moment für Armeen investieren müssen. Während ich die hier auch mal hier wieder zurückschicke. Die füllen sich im Moment alle wieder auf. Das ist soweit okay und nachvollziehbar. Den kann ich sogar mal Einheiten zur Rekrutierung geben. Einfach mal die Schwertkämpfer hier oder so. Und den könnte ich eigentlich auch ausbauen. Aber da warte ich einfach erstmal. Ja, ich kann nicht viel machen. Wir können wir auch wieder nur die Runde beenden und zusehen. Es ist im Moment, die Fronten sind in jeglicher Hinsicht stark verhärtet. Militärisches Bündnis, deren Angebot Zahlung können wir machen. Im Moment sind sowieso nicht das Imperium meine Feinde, da habe ich ja große Gebiete erobert und alles. Im Moment sind die Scalinger und so, die machen mir mehr Probleme. Jetzt kommen hier Scalinger und Vaga zusammen. Das ist alles nicht schön. So, wenn ich jetzt die Schlacht hier führte, wie ginge das dann aus? Ja, wäre positives Kräfteverhältnis für mich, wenn ich immer alle Truppen und so anschaue. Das machen wir mal automatisch. Entscheidender Sieg und die werden hingerichtet. Mit denen habe ich keine Gnade. Die terrorisieren mich da jetzt schon so viele Runden. So, von wo aus können sie da hin? Ja, weiß ich auch nicht, wo sie da hin wollen. So, hier wird dann repariert und gebaut. Hier, das kann ich dann bauen. Das Kapitelhaus des Sonnenordens, das wir Ritter des Imperiums ermöglicht. Ansonsten brauche ich, sind aber auch Demigreifenreiter natürlich eine sehr starke Sache. Sind eigentlich sogar stärker, glaube ich, oder? Demigreifenritter. Auf jeden Fall würde ich die auch gerne bauen. Aber im Moment ist das ja im Altdorf. Ist die Frage, inwieweit ich da auch andere Sachen vielleicht anders bauen sollte. Weil ich ja diese Magiergilde hier bauen soll. Ich kann hier auf jeden Fall mal Altdorfer Stadthaus bauen. Das kostet mich 7200. Ist teuer. Vielleicht sollte ich das erstmal nicht machen. Sondern erstmal den Tempel des Sigma abreißen. Ach, Kathedrale des Sigmas. War das, was ich bauen sollte in Altdorf? Altdorfer Magierakademie. Nee, was das genau ist, weiß ich auch nicht. Aber wir reißen das mal ab. Wir reißen das mal ab. Und was ich auch bauen sollte, ist hier in der Marienburg. Diesen Hafen hier. Aber der ist auch teuer. 13.500 bringt, aber generiert das Einkommen 2.000. Also das ist schon krass, was der pro Runde bringt. Da würde es eigentlich noch eine gute, da wäre es eigentlich noch zielbringend, nochmal eine Runde hier zu warten. Und soweit nichts zu machen. Da muss ich nur mal schauen, wie es im Norden aussieht, weil hier kommen Armeen, die sehen in jeglicher Hinsicht nicht sehr rosig aus. Weshalb ich gerne die dann gen hier verschieben würde und die so hier rein, so. Dann beenden wir hier mal wieder die Runde. Es tut mir leid, im Moment sind die Fronten verhärtet. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Das ist mit Sicherheit für mich sehr hilfreich. Schutzbündnis, ja, ist okay. Weil im Moment, es ist unglaublich schwer, das hier irgendwie zu handeln und zu schauen, wo es am besten ist vorzudringen, wo man vielleicht Rückzugsmöglichkeiten in Betracht ziehen sollte. Führerschaft plus 6, Rekrutierungskosten minus alles, ja, das ist nämlich das. So, und jetzt gucken wir mal hier, die Armee hier, die könnte ich... Das ist eine sehr schwere Sache. Aber ich lasse es erstmal so. So, wir haben den Tempel des Sigma abgerissen. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, was diese Magiergilde ist. Altdorfer Magierakademien hier.
So, das ist schön und gut. Aber wir werden jetzt erstmal in der Marienburg den Superhafen er... Was? Und ich möchte, ihr müsst euer Hauptdienstgebäude bauen. Was? Das brauche ich für 4. Ach, der braucht noch ein bisschen Überschuss. Wachstum und so. Wie viel Wachstum hat er denn pro Runde? Änderung pro Runde 50. Gesammeltes Wachstum 400. Wachstum nötig für Überschuss 1000. Das heißt, Runden bis zum Überschuss 12. Ach, das dauert dann ja noch ewig. Dann würde ich jetzt erst echt mal schauen, was am taktischsten sinnvoll ist. Ich würde diese Menagerie... Die Reiter, die es da gibt, sind echt krass. So. Dann schaue ich aber nochmal, in welchen anderen Gebäuden gab es denn noch was Sachen. Altdorfer Magierakademien. Mhm. Als Vampirfürsten, okay. Baut das Kapitelhaus in der Karoburg. Die Karoburg gehört mir meines Wissens. Doch, die gehört mir sogar. Was soll ich in der Karoburg bauen? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier gerade, wo ich lese, sehe, weil es ist vom Steam-Overlay. Die Pantherritter. Das Kapitelhaus der Pantherritter. Was ist das denn? Kapitelhaus der Pantherritter bietet Ritter des Imperiums. Okay. Das bringt eigentlich nicht so viel. Weil es sind einfach nur Ritter des Imperiums. Sind das bessere Ritter des Imperiums? Nee, sind einfach Ritter des Imperiums. Keine stärkeren oder sonst was, aber... Ja, kann ich mal in Betracht ziehen. Im Moment ist es aber die Frage, ob ich... Ja, komm, ich kann das mal hier bauen. Dann habe ich da zumindest dieses besondere Gebäude quasi errichtet. Und hier würde ich aber gerne weiter bauen. Geschossschaden machen die mehr als die. Ich würde mich echt mal fragen, ob echt die Musketenschützen schlecht, also die scheinen echt schlechter zu sein als die Armbrustschützen. Ich weiß es auch nicht. Ich kann das jetzt hier an der Stelle nicht so krass einschätzen, aber die scheinen echt schlecht zu sein. Weiß ja auch nicht warum. Yes, sound plan. Aber die Bierhandkämpfer, die sind natürlich auch krass. Nicht nur, also die sind... Oh Gott, jetzt habe ich mich hier verklickt. Also die Bierhandkämpfer, wie ich so gelesen habe, sollen schon wirklich sehr stark sein. Und ich glaube, das sollte man dann auch nicht unterschätzen. So, hier ziehen wir mal die nach. Während wir dann schauen, wo es am sinnvollsten ist, auszubauen. Da wäre es natürlich auch sinnvoll zu gucken, Provinzen. Im Moment sind die überall nur im Ödland minus. Ja, aber da wird es dann eventuell dann bald weiter und besser gehen. Letztendlich ist, was ich auch nur immer machen kann, was sollte ich hier eigentlich für ein besonderes Gebäude bauen? Ach, das Ding. Ist ja immer auch die Frage, was für Truppen am sinnvollsten sind. Auch hier ist auch natürlich so eine Sache. Ich kann hier Mörser bauen. Auch Mörser weiß ich nicht so genau, ob die es bringen, wie stark die verhältnismäßig sind. Alles schwer einzuschätzen. Hier unten im Wiesenland kann ich erstmal einfach nur abwarten. Das ist okay. Ich würde sagen, wir beenden mal die Runde, weil 3000 ist auch gar nicht so viel Geld. Da kann man immer erstmal auch sparen. Und das ist eine Schlacht, die ist problematisch. Deshalb würde ich hier nochmal flüchten. Ich dachte, ich habe das bisschen... Aber das ist auch eine Menge Kavallerie, wie viele Wurfäxte die haben. Und ich sage nochmal Rückzug. Kräfteverhältnis ist sehr schwierig. Der hat einfach eine Menge Kavallerie, eine Menge Wurfäxte, oder was ist das? Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich das gewinnen kann, wie das da aussieht. Ferus-Sieg, yes! Boah, die werden hingerichtet. Das war kein Ferus-Sieg, das war ein Sieg, den ich fast so oder so verloren hätte. Also es ist, eigentlich bin ich gut rausgekommen aus der Sache. Ja. So, die Scalinger hier, die gehen mir echt so auf den Sack, ganz ehrlich.
Da muss ich echt mal starke Angriffe eigentlich starten im Norden. So, was haben die denn hier jetzt schon wieder gelandet? Wie viele Truppen die auch haben? Das ist teilweise unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Da kann ich ja fast die hier wieder rausholen und meinen Angriff wieder starten. Entscheidender Sieg, Gefangene hinrichten. So, die werden alle hingerichtet. Alle gnadenlos hingerichtet. Zumindest können hier meine Armeen leveln. Das kann man eventuell sagen, ist ein Vorteil. Aber ist auch nicht wirklich ein Vorteil. So, was hier unten sind doch auch Truppen vorgestoßen, oder? Die meinte ich gar nicht, ich meinte die hier. Ah, das sind auch nicht wenig. Trotzdem will ich die mal hier schlagen, ein für alle Mal. Weil das bringt natürlich auch immer Level und alles. Und jetzt kann ich den zumindest etwas hier zurückziehen. Würde ihn aber schon gerne... Ich weiß gar nicht, ob der so weit marschieren kann. Sonst sind keine Städte im Moment in der Nähe, denen der nahe rücken könnte. Wie sieht es in Altdorf mit der Armee aus, die ich hier neu ausbaue? Die ist hier immer noch soweit ganz gut. Mit Gunther Becker. Was sind das? Sind das auch? Das sind Wager. Oh nee. Die laufen hier überall rum. Also sie könnten zum Beispiel Weißmut angreifen. Weißmut, wie sind da eigentlich die Garnisons-Details? Also in Weißmund nicht gut. Es würde sich eigentlich lohnen, mal auszubauen. Und Korruption ist ja auch 37%. Da muss ich hier echt mal schauen. Also in Weißmund muss man echt mal schauen. Dass man da mal ausbaut und schaut. Und auch mal was gegen die Korruption unternimmt. Eventuell mal hier so einen Magier dahin schicken. Ich weiß es nicht. Wie viele Magier habe ich eigentlich und wo sind die überall? Ich habe Magnus den Listigen, der ist hier. Kann der hier irgendwas machen? Okay, ist gescheitert. Schade. So, dann habe ich hier noch irgendwo einen, der sorgt hier in Burtbad dafür, dass hier alles einigermaßen verläuft. Das ist auch okay. Dann gibt es hier noch einen, den habe ich da, genau. Also eventuell wäre es doch nicht so blöd, ja. Wenn ich zumindest mal hier in Altdorf zum Beispiel diese Magierakademie wirklich baute, weil die würde mir ja schon was bringen. Kostet aber 10.000. Und im Moment sind mir Armeen auch nicht gerade unwichtig. Ich warte einfach nochmal und... Ach, wir können hier viel wieder machen. Also im Moment bin ich echt in der Defensive. In dem Moment aber in einer relativ erfolgreichen Defensive auch. Also es ist keine totale Niederlage, in der ich im Moment stehe. Zumindest nicht so gefühlt. Aber zumindest doch starke Defensive. Das muss ich mir schon eingestehen. Militärischer Zugang, ja. Also Weißmund hier, wie das hier auch schon aussieht, wie sich das verändert hat, durchaus das Aussehen der Gebiete. Da muss man schauen. Ach herrje, Chaos erhebt sich. So, was ist denn hier jetzt schon wieder? Kann ich die jetzt... Moment, ich speichere mal ganz kurz, weil das ist eine spielerische Frage. Wo ich mal ganz kurz schauen muss, inwieweit das überhaupt funktioniert, was ich vorhabe. Gehe ich mal hier so hin.
Ob die dann auch über Land, also von verschiedenen Seiten hier aus angreifen können. Okay, Moment, da fehlt aber einer. No peace, just war. Okay, die einen habe ich zu. Ich habe die zumindest zugerichtet. An der Stelle. By the comet. Yes, my lord. Aber ich kriege hier auch durchweg viele Verluste. Ich habe das Gefühl, der Gegner kann schneller aufbauen, als ich aufbauen kann. Jetzt müssen wir auch mal reparieren. Nee, 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 hier überall Probleme. Egal, wo ich hinschaue. Also diese Bihandkämpfer hier, aber wenn die mal fertig sind, ja, dann werden die so krass sein. So, aber natürlich, ich sollte das hier nicht so einseitig alles betrachten. Natürlich brauchen die auch ein bisschen Kavallerie. Speerträger weiß ich gar nicht so, ob die die wirklich brauchen, weil ich glaube, die Bihan-Kämpfer sind alleine schon auf einem so hohen Niveau. Da sind die Speerträger. Natürlich haben die Nahkampfabwehr 44. Wie viel haben die? Na gut, Nahkampfabwehr haben die durchaus auch eine gewisse Stellung, da mache ich es mal so. Man sollte ja gar nicht so ganz einseitig hier bauen. Hm. So, dann ziehen wir die hier mal wieder hier hin. Und im Moment, dann... Kann der nicht... Moment, das kann... Stimmt, das kann runter. Und den brauche ich gar nicht in der Stadt drin. Da kann der doch rein. Was kann ich hier für Einheiten rekrutieren? Hier kann ich durchaus auch Einheiten rekrutieren, die gar nicht zwei Runden. Kann man einfach mal schauen. Und wieder Runde beenden, weil es gibt nicht so viel, was ich machen kann. Ob das jetzt so sinnvoll war, egal. Ich muss übrigens auch, die Folge darf natürlich jetzt auch nicht zu lange gehen. Ich darf das jetzt auch nicht zu lange ziehen. Aber, ja, ich muss schauen. Greifen Scalinger an. Moment, ihr greift Scalinger an. Das sieht doch ganz gut für mich aus. Scheidender Sieg, Gefangene hinrichten. Aber dadurch verliere ich ja auch immer Truppen und die müssen auch wieder neu aufgebaut werden und so. Ach, das ist alles so nervig. Ich würde jetzt aber erstmal gerne drauf ankommen lassen. Nein, es funktioniert nicht mal. Ah, komm ey. Die sich hier mal wieder ein bisschen erholen lassen. Allein wie lange dauert es denn, bis die wieder hier voll sind? 11 Runden. Ist doch der Wahnsinn. Das dauert ja ewig, wirklich ewig. Ja, die hier können jetzt erstmal hier weiter bauen. Den kann ich eigentlich, den brauche ich gar nicht. Den kann ich eigentlich, der kostet mich ja auch nur Unterhalt pro Runde. Den kann ich ja eigentlich auch auflösen. An der Stelle. Und Altdorf hier nochmal wieder schauen. Wenn ich von diesen Demigreifen-Typen mir noch ein paar reinbekäme, wäre gar nicht so scheiße. Dann kann ich doch mir eigentlich die hier sparen. Stimmt, dann spare ich mir die 15 und tue nochmal zwei Bihan-Kämpfer rein. Oder ich warte einfach die. Obwohl, aber wenn ich dann zwei, dann sind das ja einen zumindest. Einen, das wäre gar nicht so schlecht. So, dann kann ich ja echt auch mal schauen, was ich mal wieder an Gebäuden bauen könnte. Gebäude sind ja immer Langzeitinvestitionen irgendwo auch. Das Reichland ist ja insgesamt sehr safe. Daher kann ich zum Beispiel Einkommen erhöhen. Ist ja gar nicht so schlecht schon mal. Das Einkommen prinzipiell zu erhöhen. Wachstum.
brauche ich gar nicht mehr, weil ich ja alles schon ausgebaut habe. Also ist das Gebäude ja zumindest beide zu haben eigentlich unnötig geworden. Kann ich mal eins abreißen und schauen, ob ich dafür eventuell was anderes bauen kann. Aber was ist auch immer die Frage? Trinkstube und so brauche ich ja auch nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Ah, da können wir eigentlich schon wieder die Runde beenden. Es passiert einfach nicht viel. Das Mittenland, was wollen die von mir? Nicht Angriffspakt können wir machen. Im Moment finde ich das alles soweit okay, weil ich ja auch in keiner perfekten Situation bin. Eigentlich will ich endlich mal auch die Vampirfürsten vernichten. Und im Moment werde ich einfach im Norden von den Scalingern, da werden meine Truppen so gebunden. Das ist so nervig und so ermüdend auch irgendwo. Migration, öffentliche Provinzwachstum. Nee, das brauche ich im Moment nicht. So, Weißmund, wie sieht es hier mittlerweile aus? Mit dem minus 1, ja. Zumindest werden hier Fortschritte gemacht. Kapitelhaus der Pantherritter habe ich doch eigentlich gebaut. Baut das Kapitelhaus der Pantherritter bei Karoburg. Da wird mir gar nicht der Erfolg gegeben. Was ist das denn? Oder wurde es gerade erst fertig? Weiß ich gar nicht. So, jetzt habe ich hier aber die Maschinerie oder wie das heißt. So, jetzt kann ich hier verschiedene Demigreifen-Typen und die sind sehr stark. Die Demigreifen-Ritter Hellebarde. Moment, die haben beide 75 Führerschaft, 80. Nahkampfangriff haben die 34, 42. Dafür haben die mehr Nahkampfabwehr, bisschen mehr Waffenstärke. Ja. Aber mir scheinen die Demigreifen-Ritter schon ein bisschen stärker zu sein. Ja, die bauen wir jetzt einfach vier Stück. Vier Stück an der Stelle. So, und dann schaue ich nochmal im Norden, wie es da im Moment aussieht. Dann schaue ich hier mal mit Imperator Karl Franz, ob ich da vielleicht was erobern könnte. Versuch ist es wert. Ach, die können das jetzt gar nicht erobern, oder was? Doch. Und ich könnte es erobern. Das mache ich auch. Ihre Basis kann keine Siedlung dieses Rassentypes besetzen. Ihr könnt die Siedlung von Untotenfraktionen oder anderen Menschenfraktionen aus Norska besetzen. Okay, dann werden wir es niederreißen. Weil das hat es definitiv verdient. Um den hier endlich auch mal Einhalt zu gebieten. Das heißt, ich kann hier im Norden wirklich eigentlich gar keine wirklichen Invasionen starten. Das heißt, ich muss mich endlich mal echt den Vampirfürsten entgegenstellen. Dafür wird hier im Moment diese Armee hier in Bihand kämpfen, also diese neue Superarmee hier quasi in Altdorf gebaut. Aber liebe Zuschauer, das erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und gebt eventuell Tipps, wenn ihr Tipps habt. Und bis dahin, haut rein, euer Andi. Ciao. Ciao.